Keiner sagt was, weil es so spannend ist. Hallo, Leute! Ich liebe euch, abonniert mich! Oh, der Teil beginnt, wie der letzte aufgehört hat. Abonniert ihn nicht! Bitte. Bitte nicht. Bitte abonniert mich. Willkommen zurück bei Leighton, Phoenix, Luke und dem Rest der Bagage. Wir haben im letzten Teil eine sehr grausame Erkenntnis erkannt und müssen der jetzt mal auf den Grund gehen und wollen uns jetzt den Käfig anschauen. Da bin ich jetzt mal mega mopsig gespannt, wie wir da überhaupt reinkommen. Es geht weiter. Alle Ritter sind auf der Suche nach uns. Alle Ritter sind auf der Suche nach uns. Wie können wir uns zurückschleichen, ohne entdeckt zu werden? Aha, ich habe einen Plan. Keine Sorge, Herr Wright. Überlassen Sie das mir. Nora hat mir vor einem versteckten Eingang dem... Was? Nora hat mir von einem versteckten Eingang zum Gerichtssaal erzählt. Ah ja. Luke und die Katzen. Ist klar. Es handelt sich um deinen geheimen Eingang, den ich benutzt habe, um Sophie zur Flucht zu verhelfen. Nora, hat es dir erzählt? Egal. Wir sollten uns auf den Weg machen, ja? Oh, wie Züge. Oh, muss ich die jetzt nochmal ansprechen? Soll ich oder soll ich nicht? Ach nee, komm. Nee, wir können ja nachher, wenn wir hier. Wir sollten ja. Oh nein! Bla 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 bla! Ei, was denn hier für ein Wirbel wieder? Hab ich richtig gehört? Es gab eine Explosion in der Stadt! Ja, scheinbar besonders. Das ist richtig, Frau Rossa. Niemand wurde verletzt, aber ein paar Stände wurden zerstört. Hehe. Ach, wirklich? Ja. Frau Rossa, was denkt ihr, wird aus den Händlern jetzt da? Sie werden ja ihre Stände für eine Weile nicht öffnen können. Da bin ich an den Touchscreen gekommen. Upsi. Ich würde sagen, wir sollen uns auf die gute Nachricht konzentrieren. Immerhin wurde niemand verletzt. Richtig. Mit den Stadtbewohnern und meiner Bande von Nichtsnutzen hier können wir die Stadt ganz schnell wieder aufbauen. Ein bisschen harte Arbeit. Wer klopft denn da? Diesen Faulpelzen ganz gut. Glaubt mir, da hat irgendwas gewackelt, ich glaube. Immer? Ah ja, der Kaktustopf auf dem Tisch. Ah ja. Die Geister, die ich rief. Ja. Macht euch keine Sorgen, die Bürger. Überlasst sie einfach mir. Ihr habt schon genug Sorgen. Kinderlein. Hey, habt ihr doch noch was zu erledigen? Ja, wenn das in Ordnung ist. Es tut mir schrecklich leid, dass ich euch einfach so alleine lasse, Frau Rossa. Das ist schon in Ordnung. Macht dir darüber keine Sorgen, Sophie. Vielen lieben Dank, Frau Rossa, für alles. Ei, ei, keine sentimentale Loptetät hier. Geht jetzt und klärt diese Sache auf. Hopp, hopp. Puh. Nächstes Mal mache ich eine Statue von euch, aus dem Gedächtnis natürlich. Nur dies ist gewiss. So lasst euch nicht blenden mit zwei Papageien. Mein Glück sich wird wenden. Ach. Sehr schön. Kann ich jetzt raus spielen? Etwas an der Feuergrube wirkt verdächtig. Wir sollten sie uns mal genauer an. Was meinst du, wo ich auf dem Weg hin bin? In den Kindergarten. Oh Mann. Oh Mann, diese Aufregung, ich kann. Wahnsinn. Naja, es sieht nicht so aus, als hätten die Ritter hier nach uns gesucht. Hm? Also, wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen durch den Geheimgang. Sophie, du kennst den Weg noch, oder? Du meinst den Gang, den wir gestern benutzt haben, um zu entkommen? Oh, hallo. Genau. Luke, woher weißt du eigentlich von diesem geheimen Gang?
weil wir ihn gestern gegangen sind? Ich hatte keine Ahnung, dass es sowas hier im Gericht gibt. Naja, es war ein verstecktes Rätsel. Die richtige Lösung hat die Tür geöffnet. Ich habe die Tür wieder geschlossen, nur um sicher zu gehen. Ja, um sie wieder zu öffnen, müssen wir nochmal ein Rätsel. Ja, ich muss das Rätsel wieder lösen, um den Weg frei zu machen. In Ordnung, ich überlasse das dir, Luke. Ja, alles klar, der Eingang ist direkt dort drüben. Digga. Oh nein! Was? Hm? Labyrinth, oh, hier hast Irrwege. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass wir sowas jemals gemacht haben. Nochmal. Der Gang, der zum Gerichtssaal führt, sollte in der Nähe sein. Das richtige Feld muss folgende Bedingungen erfüllen. Erstens. Herr Wright und ich müssen nur eine... Achso, das bin ich. Herr Wright und ich müssen nur eine oder zwei Steinbrücken überqueren. Zweitens. Die benachbarten Felder... Achso, sorry. Nee, die benachbarten Felder sind nicht mit Flaggen dekoriert. Drittens. Eine Kerze beleuchtet das Feld. Viertens, nicht mehr als zwei andere Felder berühren, seine Seiten unmittelbar, diagonale Felder ausgenommen. Ja, habt ihr das verstanden? Macht mal. Natürlich. Nichts überhaupt leichter als das. Nichts. Alle Informationen gespeichert. Klar. Wenn die so schnell hier rausgeflohen sind, warum können die jetzt nicht so schnell wieder reinfliehen? Damit wir uns den Kopf zerbrechen. Herr Wright und ich müssen nur eine oder zwei Steinbrücken überqueren. Wo ist überhaupt der Anfang und das Ende? Tja. Die benachbarten Felder sind nicht mit Flaggen dekoriert. Eine Kerze beleuchtet das Feld. Wo ist denn hier eine Kerze? Ach du liebe Zeit. Nicht mehr als zwei andere Felder berühren, seine Seiten unmittelbar diagonale Felder ausgemacht. Wofür haben wir sie? Herr Wright und ich müssen nicht mehr als zwei Brücken überqueren, um zum Gerichtssaal zu kommen. Das heißt, wir können einige Felder ausschließen. Vier, um genau zu sein. Was für ein Hinweis. Yay. Wir können die Felder ausschließen, die an andere mit Flaggen grenzen. Wir sollten allerdings Felder mit einer Flagge darauf berücksichtigen. Was? Also ich habe jetzt zwei Münzen ausgegeben und das hätte ich mir auch schenken können. Ist doch immer so. Ich weiß es wieder. Es geht, es ist hier in der Umgebung. Wenn ich nur wüsste, welches Feld es war. Wir können die Felder ohne Kerzen streichen. Das heißt, es bleibt nur noch ein Feld. Ja, das ist doch mal... was? Ja, das mit der Flagge, oder? Hä? Das ganz unten links mit der Flagge. Das ganz unten links, also das da. Ja, ich gehe mal davon aus, oder? Wo soll ich das wissen? Ich spiele hier nur. Du denkst... Oh. Ich denke. Ja, du haust immer Sachen raus, das stimmt dann meistens und dann keine Ahnung, woher du das hörst. Ja, aus der komplett Lösung. Er hat doch gerade gesagt, es ist eine mit Flamme und eine mit Dingens und... Eine mit Dingens und eine mit Bummens, genau. Ach so. Und in der Komplettlösung steht das eben. Na, also komm. Leute. Also wirklich. Na, es ist tatsächlich richtig, wer hätte das gedacht. Also das, naja. Was ist da los mit dem Kerl? Geschafft, wir haben den Weg gefunden. Er sollte uns direkt zum Gerichtssaal führen. Moment mal, wenn die jetzt den Weg gegangen sind, warum stehen wir jetzt immer noch hier draußen? Das war nur der Weg zur Tür. Ach so. Jetzt kommt er, richtig. Der Weg ist frei, jetzt können wir hinein. Volks- und Raiffeisenbanken. Na. Gut gemacht. Spitzenlehrling. So, beeilen wir uns. Natürlich. Rumpf. Es ist eng hier. Ja, wir sind fast da, right? Echo. Alles in Ordnung, Söfchen? Wir sind fast da. Ja, alles in Ordnung. Oh Mann, ich hasse diese kleinen engen Gänge. Ich schätze, ich bin leicht klaustrophobisch. Oh, bei dir.
Ich sehe ein Licht. Licht, Licht. Oh ja, ich auch. Oh, ah. Aua. Das tut weh. Ah, ein geheimer Eingang in der Decke. Wie stehen die Chancen dafür? Es sieht nicht so aus, als könnten wir den gleichen Weg zurücknehmen, oder? Wir könnten uns später noch Gedanken darüber machen, wie wir hier rauskommen. Ja, du hast recht. Aber wo sind wir eigentlich gelandet? Es sieht nach einer der Zellen unter dem Gerichtssaal aus. Das kenne ich doch. Es tut mir leid. Wir müssen irgendwie den falschen Weg gewählt haben. Toll, Luke. Wir sollten zum Gerichtssaal gelangen, wenn wir von hier geradeaus weitergehen. Toll in die Komplettlösung geguckt. Ich? Oh! Der kommt. Der Richter. Was tut ihr? Ach, nicht so. Ach, okay. Frau Erlington! Frau Erlington! Jetzt muss es jeder wiederholen. Geht es euch gut? Frau der Narrateur, ihr seid unverletzt? Du meine Güte! Wir haben uns alle um euch gesorgt. Sie haben euch also nicht in die Flammen gestoßen? Alles dank eurer brillanten Verteidigung. Was? Eigentlich, Waren wir der Ankläger? Ja. Hä? Einzuwerfen, dass ich das Verbrechen nicht begangen habe, selbst wenn ich eine Hexe bin. Eure Worte schienen das Hohlgericht zutiefst bewegt zu haben. Ich warte auf mein neues Urteil. Sie werden mich nicht in die Flammengrube schicken. Ich bin euch wirklich dankbar. Nein, nicht der Rede wert. Ich bin nur froh, dass ich euch helfen konnte. Ach, dennoch muss ich mich entschuldigen. Ich habe noch gerade was zu tun. Was? Was mit Frau Meier geschehen ist, eine wahre Tragödie. Und ich war der Grund dafür. Allein der Gedanke daran schmerzt mich. Oh, Frau Erling. Es gibt etwas, das ihr wissen solltet. Nougat-Creme ist lecker. Oh, wirklich? Was meint ihr? Soll ich mir schmieren? Wir haben heute Morgen auch was gegessen. Ja, mit geänderter Rezeptur. Jemand in der Stadt gesehen, der in der Flammengrube gelandet sein sollte. Wir haben Frau Dorner gesehen. Oh, was hast du gesagt? Aber wenn ich nicht völlig den Verstand verloren habe, gibt es keine Magie, die Tote wieder zum Leben erwecken kann. Ja, das stimmt. Und ich denke nicht, auch Alchemie kann keine... Was? Und ich denke nicht. Er denkt nicht, okay. Auch Alchemie kann keine solchen Taten vollbringen, richtig? Meister de Victoire hat immer gesagt, Alchemie ist Logik. Ihre bloße Existenz hängt mit der natürlichen Ordnung der Welt zusammen. Diese Regeln zu brechen, ist, als würde man versuchen, gegen die Strömung von Mutter Natur selbst zu schwimmen. So können die Toten nicht ins Reich der Lebenden zurückgebracht werden. Das ist der Lauf der Natur. Ich verstehe. Da ist noch etwas. Tote zum Leben zu erwecken, bricht alle Regeln der Logik. Doch wenn ihr heute wahrhaftig Frau Dorner gesehen habt, dann meint ihr, hier ist eine Art Betrug im Spiel, der es so scheinen lässt, als wären Tote zum Leben erwacht. Das heißt, ihr habt dieses Risiko auf euch genommen und seid hierher gekommen, um diesen Betrug, speziell bezüglich des Käfigs über der Feuergrube, aufzudecken. Ja, das ist beeindruckend, Frau Erlington. Deshalb sind wir hierher gekommen. Wir werden den Käfig untersuchen und feststellen, ob irgendwas damit nicht stimmt. Die Kammer der Flammen ist hinter dem Warteraum, aber... Wachen könnten sich dort aufhalten.
unbemerkt an ihnen vorbeizukommen, könnte sich als schwierig erweisen. Ja, das ist alles meine Schuld. Ich habe uns versehentlich auf den falschen Weg geführt. Der falsche Weg? Ha, hat uns hier zu diesem Treffen mit Frau Ellington geführt, Luke. Hm? Er hat recht, Luke. Wir konnten sie dank dir treffen. Ich stimme zu. Ich bin hoch erfreut, mit euch sprechen zu können. Wirklich? Naja, wie dem auch sei. Wir müssen einen Weg finden, an den Wachen vorbeizukommen. Wenn ihr keine Einwände habt, würde ich euch bitten, die Wachen mir zu überlassen, Herr Wright. Ich werde Ihre Aufmerksamkeit erwecken, während Sie abgelenkt sind. Könnt ihr euch in die Kammer der Flammen schleichen? Aber Frau Ellington, wir wollen euch nicht in Schwierigkeiten bringen. Keine Sorge. Was ich auch tue, ich werde meine Schuld euch gegenüber nicht begleichen können. Bitte erlaubt mir, euch zu helfen. In Ordnung. Wir werden das nicht vergessen, Frau Ellington. Jetzt mach hin. Wachen, bitte, es ist höchst dringlich. Was? Was ist denn hier los? Es kommt der aus dem Verliese der Schatten, schnell. Das war's schon. Sieht aus, als hätte ich sie es geschafft. Sie sind verschwunden. Anscheinend sind alle Wachen in Richtung des Verlieses verschwunden, als sie ihre Stimme gehört haben. Gehen wir besser hinein, bevor sie zurückkommen. Richtig. Kommt schon, gehen wir. Oh, auf einmal so schön. Neue Ortdorfkarte. Feuergrube. Schuh. Los jetzt, rein da. Eieiei. Los, spring rein. Und so stehen wir wieder hier. Oh, Luke, keine Sorge. Es ist dieses Mal anders, Luke. Letztes Mal gab es nichts als Verzweiflung. Dieses Mal ist da ein Funken Hoffnung. Sie haben recht. Ja, auf dem Marktplatz gab es auch einen Funken. Entzündeten Funken. Lasst uns versuchen, einige Hinweise zu finden, solange niemand in dieser Vorrichtung gefangen ist. Sophie hat recht. Lasst uns dem endlich auf den Grund gehen. Ja, fangen wir an. Wie wäre es, wenn wir zuerst die Zone um den Käfig herum untersuchen? Zone 0. Natürlich. Oh. Da bin ich meine 100 wieder voll hier. Yeah. Das Geländer ist niedrig. Wenn man stolpert, landet man ohne Rückfahrkarte und einen Schluck. Vielleicht liegt dort unten etwas verborgen. Ja. Selbst ohne das Feuer sieht diese Grube furchtentflößend aus. Meinen Sie nicht, Herr Wright? Nö. Spießer. Wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden. Geil. Ja. Na sowas. Ein Ritter hat diesen Hebel umgelegt. Soweit ich mich erinnern kann. Vielleicht sollten wir einfach daran ziehen. So können wir sehen, ob sich irgendwas verändert oder bewegt. Gute Idee, Sophie. Lass uns versuchen. Motorsäge. Er lässt sich nicht bewegen. Luke. Soll ich es versuchen? Es ist nicht so. Er steckt auf den halben Weg immer fest. Er steckt.
auf halbem Weg fest? Ja. Vielleicht. Die helfende Hand einer Frau? Bewegen, wenn niemand im Käfig ist. Ja, dann geht's. Das wäre möglich. Ja. Wie, wer wäre so verrückt, freiwillig in den Käfig zu klettern? Ich gehe hinein, Phoenix. Okay. Na, ich lasse dich keinesfalls in den Käfig klettern. Wir haben versucht, dich aus dem Käfig herauszubekommen. Luke, geh da rein. Ich mache es. Zugegeben, ich bin ein Freund von solchen Höhen. Hinter der ganzen Sache steckt allerdings ein Trick. Ich glaube, ich habe nichts zu befürchten. Herr Wright? Ja? Was denn? Ich kletter hinein. Lassen Sie mich in den Käfig steigen und ich versuche es, bitte. Oh, gleich klettern alle rein. Lululu, Luke? Luke? Es ist, wie Herr Wright gesagt hat. Hinter diesem Apparat steckt ein Trick. Ich weiß gar nicht, wie die da reinkommen. Na, ich denke das ebenfalls. Und ich glaube an Herr... stimmt, ja. Herr Wright. Ja, ja, aber du solltest dich wirklich nicht in Gefahr bringen. Sonst krieg ich Ärger mit deinem Papa. Das ist kein Problem. Für Spitzenlehrlinge und Gentlemen in der Ausbildung Luke Triton. Triton. Hinter dieser Feuergrube steckt mehr, als man auf den ersten Blick sehen kann. Und es liegt an uns, das aufzudecken. Die Parade wird bald beginnen. Beeilen Sie sich, Herr Wright. Na gut, aber versprich mir, dass du beim ersten Anzeichen von Gefahr aus dem Käfig kommst. Natürlich, wenn du da unten in den Feuersbrunst da was siehst. Ne? Also wenn du da unten eine Dschungelprüfung siehst, dann komm sofort wieder hoch. Was ein Quatsch. Ich verspreche es. Ach, herrje. So, weg. Alles klar, Luke? Bist du bereit? Ich bin bereit. Bist du bereit? Luke, sei vorsichtig. Keine Sorge, Sophie. Denk daran, was Frau Erling gesagt hat. Es ist unmöglich, Tote zum Leben zu erwecken. Das heißt, die ganze Sache hier ist nicht wahr. Ja, ja. Da hast du wahrscheinlich nicht recht. In Ordnung. Versuchen wir's. Geht nicht. Sobald Sie bereit sind, Herr Wright, zögern Sie nicht. Ziehen Sie einfach an dem Hebel. Nö, das ist nicht das Problem, der Hebel. Es sieht so aus, als wäre es in Wirklichkeit ein Rätsel, wenn du das glauben kannst. Was? Ach, nicht doch. Ich hab's ganz vergessen. Ein Lötsel. Oh, guck mal, ich komme nicht raus. Feurige Rädchen. Nur 30 Rädchen. Falsch eingebaute Teile verhindern, dass die Maschine richtig funktioniert. Verbinde die Anschlüsse aller Teile mit den runden Markierungen in der Maschine und platziere alle 6 Teile im Inneren. Berühre eines der weißen Symbole auf dem Touchscreen, um das abgebildete Teil in die Maschine einzubauen. Führe den Touchpen über den Touchscreen, um die Teile zu bewegen. Führe alle Teile in die richtige Stelle. Ja. Na, wer ist denn da müde? Oh nein! Machen wir das jetzt noch oder beenden wir den Tag? Wie viele Dings haben wir denn? Mehr wie 20 Minuten. Ach, ich hab doch hier keine Ahnung. Dann machen wir's doch gleich. Klar. Fertig. Ah, was ist das für ein Chaos? So geil. Hallo? Das ist ja wohl mal megamäßig richtig. Ist das Kunstwerk? Kunst? Ja. Ah, na schön. Wundervoll. Das ist Kunst, das kann weg. Ja, keiner hat Bock. Dann machen wir halt Schluss. Von vorne anfangen. Das Ding ist ja, dass man hier überhaupt so absolut null irgendwie hier einen Überblick hat. Wieso? Was? Na, du musst die denn sicherlich da reinsetzen, in dieses Rädchen, oder? Ja. Diese Punkte. So. Ja. Zum Beispiel nicht. Wo könnte es denn passen? Kann man den Teil auch drehen? Das sieht gut aus. Kann wahrscheinlich sogar immer nur an einer Stelle passen. Ich würde es hoffen. Es ist nur try and ever. Das passt nicht. Okay. Nee. Äh.
La 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 la. Der Tom, der macht das gut. La 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 la. Das passt voll gut zu dem Luke jetzt gerade. Als würde er da drin singen. Vor allem, da steht er doch freiwillig drin. Ja. Das ist auch noch Spaß. Oh. Na siehste, das zweite Teil, das dritte Teil, jawoll! Herr Tom, du hast einen Lauf? Mann, Lauf? Das läuft ja bei dir. Du hast einen Lauf. Hä? Ah, da. Guck mal da, ich hab's gewusst, das musste genau da. Ja! Easy! Fertig. Oh, da. Ciao, Luke! Ah. Hui! Hui! Die Antwort ist offensichtlich. Hopp und weg. Sehr geil. Man muss eben über den Tellerrand schauen. Aber richtig! Schlau geschaltet. Wir haben blau und schlau gelöst. Schon wieder. Ah. Tschüssi. Der Hebel geht schon von ganz anders. Blau und schlau, das kenne ich gar nicht mehr. Nur vom Hören sagen. Mhm. Oh nein! Luke! Luke, alles in Ordnung. Da, es ist kein Feuer, aber so hinunterzustürzen war ein bisschen unheimlich. Hallo, könnt ihr mich hören? Phoenix, hast du das gehört? Das war Luke. Wir können nicht klar und deutlich hören. Mir geht es gut. Wieso versucht ihr nicht hier runterzuspringen? Was? Glücklicherweise ist das gut gegangen. Wollen wir sehen, was dort unten ist? Wie wir gedacht haben, hier stimmt eindeutig etwas nicht. Das heißt, Maya muss auf Klo. Alles klar, gehen wir, Söfchen. Wohin? Joho, let's go. Das ist sogar keine Treppe. Wir springen. Einfach. Tschu. Ah, ja, tschu. Glück. Alles klar. Was schreit jetzt? Oh. Urks. Aua. Steht da nicht. Aua. Steht aua. Da nicht. Au, au, aua. Tut mir leid. Alles in Ordnung, Felix? Ach, der Luke, der kann doch nicht mal richtig aua sagen hier. Ja, mir geht's gut, Söfchen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich als Landekissen diene. Du wusstest doch. Ich frage mich, wo wir gelandet sind. Oh, oh. Herr Wright, sehen Sie, ich denke, da kommt jemand. Nimm deinen Finger aus meiner Nase. Vor allem eine Kutsche? Das ist nicht gut. Wir können uns hier nirgendwo verstecken. Dort ist ein Wagen. Vielleicht können wir uns darin verstecken. Schlau. Vielleicht, aber es sieht aus, als könnte das ein bisschen eng werden, oder nicht? Die Fracht ist überall im Wagen verteilt. Dann, oh nein, achso. Oh, sie kommen näher. War der Teil eigentlich nicht vorbei? Ja. Ja, wir sollten dann langsam aufhören. Ja, genau. Also bis zum nächsten Mal, NRW über 18, adieu. Ciao. Ciao. Bitte abonniert mich. Gebt mir einen Daumen runter. Miau. Ich weiß nicht, was ihr meint. Ich hab keine Ahnung.